von der CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, das ist, Herr Kuhle hat es richtig gesagt, ein ernstes Problem. Aber die Große Koalition der letzten Wahlperiode und ich hoffe, die Große Koalition der jetzigen Wahlperiode mit dem Vertrag, den wir gemacht haben, spricht eine extrem klare Sprache gegenüber ausländischen Gefährdern. Ich zitiere aus der letzten BP: Wer schwere Straftaten begeht oder als Gefährder erkannt wird, verwirkt sein Recht auf Asyl in Deutschland. Das ist der Geist, in dem wir 2016 das Asylpaket 2 gemacht haben. Erleichterte Ausweisung und Abschiebung krimineller Ausländer. Das ist der Geist, in dem wir im Sommer 2007 die Abschiebehaft und den Ausreisegewahrsam deutlich ausgeweitet haben. Das ist der Geist, in dem wir Residenzpflicht beschlossen haben, etc., etc., meine Damen und Herren. Und der aktuelle COA-Vertrag, der zur Abstimmung steht, ich zitiere: Wer sein Aufenthaltsrecht missbraucht, um Straftaten zu begehen, muss unser Land verlassen. Der Stefan Meyer hat es erklärt: Sozialleistungsbetrug, BTM-Delikte kommen erschwerend hinzu. Ich hätte mir mehr vorgestellt. Ich habe es versucht, ich habe mich nicht durchsetzen können, aber wir haben ja noch eine ganze Legislatur, hoffe ich, vor uns. Meine Damen und Herren, wir wollen die Voraussetzungen absenken für Abschiebehaft. Herr Kuhle, absolut richtige Analyse. Die, die ausreisepflichtig sind, müssen schneller abgeschoben werden. Deshalb ist die Idee mit unseren Ankerzentren, die wir im Koalitionsvertrag haben, genau der richtige Punkt, um an Ursachen zu arbeiten. Und das, meine Damen und Herren, darum geht es der AfD nicht. Ihr Antrag ist eigentlich überflüssig oder ihr Gesetz. Wir tun das alles schon. Ihre Lösungen sind wenig durchdacht. Und jetzt muss ich mal, Herr Reusch, ich bin kein Jurist. Es ist mir schon peinlich, dass ich Sie belehren muss. Entschuldigung, Meldepflichten für ausreisepflichtige Gefährder gibt es schon längst. Gibt es schon längst. Wenn Extremismusbezug besteht, hat er sogar die Pflicht, das muss die ABH nicht machen, aber wenn sie es nicht verweigert, muss er sich pro Woche melden. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist, Sie schießen Pumpgun, wir machen das präzise nach der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Heißt, wir haben die Chance, es zu tun, wir müssen aber nicht. Es ist die Gefährdungsintensität, die wir einschätzen. Machen Sie Schleppnetz, wir machen Harpune. Die dauerhafte Gefährderhaft, die Sie ansprechen im Aufenthaltsgesetz, ein weiterer rechtssystematischer Fehler. Sie wollen eigentlich allgemeine Gefährdungssachverhalte ansprechen, wollen es aber im Aufenthaltsgesetz regeln. Was für ein juristischer Wahnsinn. Das Aufenthaltsgesetz zielt auf Aufenthaltsbeendigung Ausreisepflichtiger. Wenn Sie einen Gefährder haben, der das gar nicht ist, den wollen Sie ja auch behandeln, dann müssten Sie es im Polizeirecht regeln. Wir haben aber die Polizeihoheit der Länder. Und dass das geht, meine Damen und Herren, dass das geht, Stefan Meyer hat es nicht erwähnt, er ist sehr, sehr bescheiden, das beweist Bayern. Entschuldigung, da gibt es die Ausweitung des Präventivgewahrsams für Gefährder mit Richtervorbehalt, eine wunderbare Lösung. So macht man das Grundgesetz konform. Das werden Sie wahrscheinlich nie verstehen, aber eine Schuster. Vorlesung von einem Nichtjuristen für Juristen, das gefällt mir. Gestatten Sie, Herr Schuster, eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Ich lasse das immer zu, aber im Moment habe ich die Pflicht, dass das hier pünktlich zu Ende geht, weil wir eine Sondersitzung des PKGR haben. Wir treffen uns wieder, versprochen. Meine Damen und Herren, dann der Antrag, das ist nur noch Humor, mit Humor nur noch zu ertragen, die Bundeszuständigkeit für Gefahrenabwehr. Da wird das Grundgesetz, der Artikel 20, in zwei Zeilen eben mal in die Tonne getreten. Entschuldigung, meine Damen und Herren, lesen Sie bitte mal den Artikel 20, was das hier für ein Land ist. Wir haben, dass Sie zentralstaatliche Ordnungen lieben, das erschließt sich, glaube ich, jedem hier. Aber wir haben mit der föderalen Sicherheitsarchitektur seit Jahrzehnten eine Qualität bewiesen, die Sie noch nicht begriffen haben. Entschuldigung, es gibt für die föderale Sicherheitsarchitektur Überforderungssituationen, ja. Und an denen müssen wir arbeiten. Tun wir zum Beispiel im Untersuchungsausschuss Amri mit Sicherheit.
Aber weit über 90% des polizeilichen Alltags in der Gefahrenabwehr ist bei den Ländern wunderbar aufgehoben. Und in Wirklichkeit möchte ich diese konkurrierende Kooperation der Länder. Wir lernen immer von den Besseren. Deswegen kann ich Baden-Württemberg nicht auslassen, wenn ich schon Bayern erwähne. Wie man das exekutiv besser löst, wie der Geist unserer Gesetzgebung umgesetzt wird, zeigt Baden-Württemberg mit ihrem Sonderstab Gefährder. Justiz, Ausländerbehörden, Polizeibehörden sitzen in einem Sonderstab und greifen sich die schlimmsten Patienten vor, die sie haben, Intensiv- und Mehrfachtäter. Und dann wird in einer Fallkonferenz das gemacht, was wir wollen. Die Sanktion des Fehlverhaltens muss auf dem Fuße folgen. Die Abschiebungserfolge in Baden-Württemberg sind gut. Ich kann das nur allen 16 Ländern empfehlen, aber es ist eine Ländersache. Im Übrigen wollen wir mit einem Musterpolizeigesetz dafür sorgen, dass einheitliche Standards kommen, aber dass eine Verpflichtung der Länder, von der ich hoffe, dass Sie sie eingehen. Letzter Satz. Konsequentes exekutives Handeln im Geiste unserer Gesetzgebung fördert in jedem Fall die Hilfsbereitschaft der Deutschen für die Integrationswilligen. Aber dafür müssen wir auch die Konsequenz zeigen, dass die, die nicht integrationswillig sind, rauskommen. Dafür haben wir alles getan. Jetzt müssen wir es exekutiv umsetzen. Ich bedanke mich. Nächster Redner ist der Kollege.